Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of the Cthulhu. Mit mir von der Gameplays als Hobby. Und ja, ich bin jetzt wieder unten rechts, weil oben links wird hier ab und zu immer wieder was angezeigt. Oben rechts haben wir die Hauptziele angezeigt oder auch Nebenziele. Und links steht auch ab und zu mal was und hier unten rechts habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Also habe ich mich jetzt mal wieder hierhin verfrachtet. Und ja, es geht eigentlich los zum Lagerraum. Dann schauen wir mal, was dort ist. Aber wir gucken erstmal, ob wir mit diesen Leuten reden können. Tatsächlich. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Ja, es war mir so klar, dass diese Frau da in der Kneipe die Cat ist. Und dass sie natürlich die ganzen Schmuggler im Griff hat. Jetzt könnten wir das sogar geradeaus. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir sollen ja mal hier hinten hin. Wobei, das Lagerhaus ist ja hier. Jetzt weiß ich nicht, wo es da lang geht. Da rein, entlang zum Lagerhaus oder hier. Schön, dass sie eigentlich alles gleich aussehen. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Ich brauche wohl noch mehr medizinisches Fachwissen. Hui. Es hat, wurde auf jeden Fall ziemlich zerfleischt, das Ding. So, wir schauen uns natürlich immer erstmal ein bisschen um. Ihr kennt mich ja. Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen können. War da was? Nee, ne? Nö. Das waren die Nieten, die ich da gesehen habe. Okay, hoch können wir nicht. Wir können nicht klettern, nicht hüpfen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Hm. Ermittlung. Okay. There. Versteckte Gegenstände finden. Die Fähigkeit Entdecker ermöglicht, die versteckte Gegenstände in der Nähe zu finden. Wenn alle gegen... Okay. Hello, old friend. Ja, Hauptgegenstand. Schnapsflasche. Okay, was will ich mit einer Schnapsflasche? Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Fähigkeit, ja, wir haben zwei neue Fähigkeiten, das stimmt. Entdeckung, das machen wir mal ein bisschen höher, glaube ich. Da steht es ja schon Profi. Ach komm, wir versuchen erstmal überall Profi irgendwie hinzukriegen. So, die haben wir doch schon gelesen, oder? Genau, eigentlich schon, soweit ich weiß. Warum auch immer das jetzt nicht nochmal gespeichert hatte. Hinweise, das haben wir schon alles gesehen. Inventar, Flasche. Diese Flasche ist Teil einer Ladung, die von Cat, der Anführerin der Schmugglerbande, gestohlen wurde. Die perfekte Möglichkeit, die Wache am Eingang des Lagerhauses unter Druck zu setzen. Ach so. Okay. Dadurch habe ich per Zufall schon mal etwas gefunden, womit ich da weiterkomme. Hier mache ich das Feuerzeug wieder aus. Ich kann drücken, was ich will. Wie gut, dass ich ja immer einer bin, der immer erstmal herumguckt. Das heißt, da muss ich nachher nicht nochmal auf die Suche gehen. San Brendan. Oder so. Ach ja. St. Brendan. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in.
Jetzt habe ich die ganze Zeit mein Feuerzeug an. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausmachen soll. Okkult. Da haben wir schon wieder was Neues. Beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater? Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brandon andere Götter und deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer dem alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das so wichtig war, dass ich hier die Statue gefunden habe, aber ich denke mal, doch. Warum nicht? Aber hierhin konnte man jetzt nur hin, um diese Schnapsflasche zu finden. Und ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie ich jetzt... Ah! Mit der mittleren Mausradtaste kann ich drücken und dann hole ich das Feuerzeug raus und tue es auch wieder einstecken. Schön zu wissen. Erzählst du was? Nein. Ah, Krebs. Lässt sich wohl sonst nichts finden, oder? Hallo. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brandon. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Ich bin gerade erst angekommen, ihr Trottel. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brandon, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brandon. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Okay. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Okay. Komische Leute hier. So, wer sind die beiden Wachen? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. So, das haben wir neu. Antwort freigeschaltet. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Kannst du es nochmal anklicken? Nee, ist jetzt grün. Okay, dann gehen wir mal raus. I've taken enough of your time. We'll see you later. Immer diese Trunkenbolter hier. So, wo können wir noch hin? Da steht einer, den kennen wir noch nicht. Okay, das lassen wir lieber nochmal sein. Wir gucken erstmal, was der hier macht.
Wer bist du? Where do you think you're going? Ein Officer. Officer Andrews. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Halten, um Redegewandtheit zu testen. Schauen wir mal. You and I are on the same side of the law. Oh yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. Not toll. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Okay. Na gut, dann ist das Spiel wohl zu Ende. Lass mir den Kerl einfach mal allein und gut ist. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Wobei, da geht's ins Lagerhaus, aber jetzt ist halt die Frage, was ist, wenn ich jetzt hier hinten erstmal hingehe? Wollen wir uns hier auch erstmal umschauen? Jetzt ist hier ja der Weg frei, so gesehen. Wollen wir nur mal schauen, was es hier hinten eventuell gibt? Oder noch zu erfahren gibt, der hier redet auch. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Den Captain fragen, aha. Anscheinend weiß er doch mehr, als ich dachte. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier reingehe, ist es schon das Lagerhaus? Hier tut sich was. Was ist das unten links? Keine Ahnung, was das jetzt war, was mir das angedeutet hat. Wir gehen mal zurück zum Captain. Ich will mal schauen, ob der jetzt was Neues zu sagen hat. Er hat ja jetzt gemeint, ich soll den Captain fragen, wenn ich mehr über das Lagerhaus wissen will. You're back again. What can I do for you? Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Aha, okay. Da haben wir jetzt doch schon mal mehr herausgefunden. Das heißt also, über dieses Lagerhaus, wo ich eben gerade rein hätte gehen können, wo dann das Fragezeichen unten links war,
Da komme ich dann wohl hier in das Lagerhaus hin. Gut, okay, dann gehen wir jetzt aber trotzdem erstmal hier hin. Aber erstmal schauen wir mal hier nach. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Hm. Okay. Was haben die alle Angst vor der Frau? Sollen sie sich da einfach zusammentun, dann können sie gerade, ich sag jetzt mal, verhauen oder sowas, keine Ahnung. Aber warum muss man Angst vor der haben? Männer müssen mal Angst vor ihr haben, wenn sie noch, was weiß ich, was für treue Mitarbeiter hat, die sie natürlich extrem beschützen und, was weiß ich, sehr stark sind und keine Ahnung, und jeden umbringen, wo sie sagt, dass sie sie umbringen sollen. Was ist das? Ein Hebel. Dieser Hebel aktiviert einen Mechanismus. Okay. A handle. It must come from these old winches. Achso, um das Ding da hoch. Ah, ja. Ich finde schon alles per Zufall. Wir schauen uns natürlich erstmal noch ein bisschen um. Hier geht's hoch. Okay, da oben ist die Winde. Gucken wir erstmal, was this tunnel goes under the warehouses. Na, da wollen wir doch gern runter. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. So, es ist übrigens ein First Play Game bei mir. Es ist ja sehr neu erstmal rausgekommen. Von daher kenne ich es nicht. Und das ist, es soll ja ein Horrorspiel sein. Ich bin echt mal gespannt. So, ist hier sonst sowas hier oben? Nee, ne? Scheinbar nicht. I could use this old winch to lift the grating. Gehen geht nicht. Hallo. Okay. Ich habe jetzt das Ding da dran gemacht, aber wieso kann ich das nicht drehen? Was heißt dieses Fragezeichen da unten? Ich würde mal sagen, sowas wie ein Rätsel, aber ich habe es doch schon gelöst. Komische Sache. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich es nicht nutzen kann. Aber wir haben ja noch eine Schnapsflasche. Wen sollen wir damit erpressen können? Die Wachen, ne? Gehen wir noch mal zu den Wachen. Mal gucken, was passiert, wenn wir denen die Schnapsflasche zeigen. Das machen wir jetzt noch und dann hören wir auf. Wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten, noch 10 Sekunden. Auf meiner Stoppuhr. Klar, ich habe ein paar Sekunden mehr, aber... Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Well, we don't have a clear conscience.
What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Cap, she's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. What's with you wandering around here like a hungry dog? Ich hab doch diese... We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. What are you guarding, exactly? Listen, Bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles. I bid you, gentlemen, farewell. Hmm. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ja, das haben wir doch schon gefunden. Aber wahrscheinlich musste ich das echt erst nochmal probieren mit den zwei Trotteln. Bevor ich jetzt eventuell diese Winde wahrscheinlich benutzen kann. Und ich sag jetzt einfach mal schon mal, das war's mit Call of Cthulhu mit Teil 4. Vieles hat sich passiert, aber wir haben schon mal ein bisschen was gefunden, haben noch ein bisschen was erfahren und ja, im nächsten Teil geht es weiter, wie wir eventuell ins Lager auskommen, wenn wir da unten reingehen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid wieder mit dabei. Für den Anfang ist das Spiel natürlich noch vielleicht ein bisschen langweilig, kann aber auch schon interessant sein, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und ich... denke aber, das wird auf jeden Fall noch ein gutes Spiel. Auch von der Story her. Am Anfang muss man viel reden und machen und tun. Aber ich denke mal, später wird es eher weniger mit viel reden. Und das wird dann schon, denke ich mal, ein bisschen anders. Aber ich hoffe, wie gesagt, ihr seid dabei und guckt auch mit Kopfhörern. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf meinem Kanal. Und vergesst nicht den Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und ja. Das war Call of the Cthulhu auf dem PC mit mir von Nerd Gamblers als Hobby. Bis zum nächsten Mal, also bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.